Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute zum Thema Antifaschismus, und zwar Antifaschismus im Kinoformat. Der Kampf gegen Rechts ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, leider. Ich hatte mir im Sommer bereits schon jemanden eingeladen zum Thema extreme Rechte im Parlament und Terror. Damals Natascha Strobel aus Österreich, die sich sehr stark damit beschäftigt hat. Aufhänger für heute wiederum ist ebenfalls ein Punkt, der aber ein bisschen freudiger ist, nämlich es gibt einen Kinofilm, der heißt Und morgen die ganze Welt, und es geht um Antifaschismus. Ich habe mir eingeladen, Julia von Heinz. Julia von Heinz ist die Regisseurin dieses Films. Der Film kommt im Oktober jetzt, also in wenigen Tagen, in unsere Kinos. Julia ist Jahrgang 76. Sie hat ihre Jugend in antifaschistischen Zusammenhängen verbracht. Sie hat Mediengestalterin gelernt und dann studierte Diplom-Kamerafrau. Sie war auch künstlerische Mitarbeiterin von Rosa von Braunheim und hat viele Filme gedreht. Der letzte eben dieser. Und zunächst mal will ich dich erstmal fragen, Julia, wie politisch ist denn das Kino heutzutage noch? Ist es denn überhaupt noch so ohne weiteres möglich, antifaschistische politische Filme zu drehen? Ich finde, das Kino könnte durchaus noch politischer sein. Also wenn man zurückschaut in die Filmgeschichte, wird es eigentlich immer weniger. Also wir hatten Wintermärchen von Jan Bonny gehabt, der ja das NSU-Trio sehr krass und radikal einmal dargestellt hat. Wir hatten von Fatih Akin Aus dem Nichts gehabt, was auch auf die NSU anspielte. Wir hatten Die fetten Jahre sind vorbei. Aber es wird dann auch schnell dünn. Und es gibt vielleicht hier und da Komödien über Hausbesetzer, hat es gegeben. Ja, es gab keinen Film, in dem die Antifa realistisch dargestellt wurde. Sie tauchte hier und da mal auf, aber eher im Klischee. Und ansonsten sind für mich fast Filme wie Fuck You Goethe politischer als alles andere, weil ich da wenigstens eine Gesellschaft realistisch im Klassenzimmer komödiantisch abgebildet sehe. Aber dann muss man lange suchen. Nun ist es ja so, wir sind etwa die gleiche Generation. Wie bist du politisch geworden über den Antifaschismus? Bei mir kann ich nur sagen, ich bin über Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, das waren die Jahre, die mich politisch sozialisiert haben, nach der Wende, ich Ost, du West. Wie war es bei dir? Es war genau die gleiche Zeit wie bei dir. Ich kann mich noch genau erinnern, wann ich zum allerersten Mal Neonazis gesehen habe. Das war am 3. Oktober 1990 in Bonn, damals auf dem Münsterplatz. Und irgendwie sind alle Menschen so rausgegangen und in die Stadt und jeder wollte das nicht alleine erleben, diesen wichtigen Tag. Und da standen plötzlich in Bonn eben Nazis mit in Montur, wie man das damals hatte in den 90er Jahren, mit Springerstiefeln und Parolen und Glatzen. Und ich war ja 13, glaube ich, an dem Tag, ja. Und ich weiß noch, wie mir das einen Riesenschrecken eingejagt hat, zumal ich auch mit meiner Mutter da war, die auch jüdische Wurzeln hat und für die das auch was ganz, ganz Neues war, diese Präsenz. Und dann habe ich es 2 Jahre später selbst erlebt an meinem Geburtstag. Es gab die Rheinauen in Bonn, das waren so ein Park, wenn man Hippie war, wenn man alternativ war, ging man da hin und saß da rum und da hatte ich meinen Geburtstag gefeiert und da wurden wir auch richtig von Nazis angegriffen und das war auch was Neues. Das hat mich natürlich stark politisiert, wobei ich auch schon politisch waren, also links habe ich mich bezeichnet mit meiner Clique, aber wir waren nicht organisiert. Und dann habe ich mir Gruppen gesucht. Es gab in Bad Godesberg immerhin 3 Jugendgruppen dann von der Antifa-Jugendfront. Und in einer davon war ich und dann später bin ich nach Bonn gegangen, in die Antifa Bonn-Rhein-Sieg. Und mich haben die gleichen Ereignisse geprägt wie dich auch. Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, wo die ganzen Nazis auch aus Bonn, die wir kannten, hingefahren sind. Ja, zynische Postkarten zu uns ins Antifa-Büro geschickt haben. Hallo, Grüße aus Rostock-Lichtenhagen und so weiter. In Solingen waren wir ja dann auch alle vor Ort und sind zur Demo hingefahren. Also das waren genau diese Ereignisse.
Ja, die Antifa Bonn-Rhein-Sieg ist ja damals auch eine überregional durchaus bekannte Antifa gewesen, zusammen auch mit der Antifa in Göttingen, die ja auch bundesweit versucht haben, die antifaschistischen Gruppen zu vereinen und zu einer Organisation zusammenzuführen, die sich auch, und das war in gewisser Weise ein Vorläufer zu heute, die sich versucht haben, überregional und gemeinsam, aufgrund einer gemeinsamen Ideologie, antifaschistisch zu organisieren. Da hast du dann auch mitgemacht und was war dann das Spannende für dich da? Was hat dich so stark dort gehalten? Ja, das war eine spannende Zeit, genau aus dem Grund, den du beschreibst. Es gab eben damals neu diese antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation mit dem Versuch, wir wollen überregional und organisierter werden, nicht nur unabhängige Jugendgruppen oder autonome Gruppen vor Ort, sondern organisierter mit einer stärkeren Stimme dastehen. Das war gar nicht einfach, zumal man ja gleichzeitig natürlich auch aus Repressionsgründen die Öffentlichkeit scheute. Das heißt, man konnte nicht, wie ihr jetzt bei der Linken, hier den Sprecher haben und offizielle Menschen, die dafür einstehen, weil die Repression gab es ja gleichzeitig auch. Das war ein spannender Prozess und für mich persönlich war auch spannend, dass es gleichzeitig einen großen Widerwillen gab, auch in unserer Antifa gegen diese Organisierung und dass es immer gleichzeitig auch Leute gab, die gesagt haben, nein, wir wollen genau diese strenge und straffere Organisation nicht. Wir wollen viel freier und unabhängiger bleiben und auch uns wirklich durchaus auf das Anti-Nazi-Thema hier vor Ort beschränken. Wir müssen nicht den Kapitalismus überwinden. Die Stimmen gab es auch. Und ich glaube, das hat auch die Antifa damals so attraktiv gemacht, dass man da auch hingehen konnte, wenn man ganz konkret nur vor Ort gesagt hat, mich nerven die Nazis an meiner Schule, was kann ich machen? Ja, über diese Frage werden wir jetzt natürlich auch gleich nochmal reden und das wird ja auch in dem Film angedeutet. Ja. Reden wir jetzt über deinen neuen Film. Schauen wir uns mal den Film an. Lass uns mal reinschauen, Thomas. Eine Sekunde, eine technische Sekunde. Der Trailer, den werden wir gleich reinschauen, den werde ich jetzt gleich starten. So. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Hallo, also ich bin Isa. Ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren. Ey, zu verbrüßen nicht. Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Es ist absoluter Schwachsinn. Ich habe kein Problem damit, irgend so einen Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben. Hemsdorf, da protestieren jedes Wochenende besorgte Bürger, seit eine Frau niedergestochen wurde. Was macht ihr denn hier? Damals ging's nach uns große Ganze. Nicht so ein kleiner Jazz hier. Willst du es wieder so machen? Kann man sich's denn aussuchen? Was bringen diese ganzen Gesetze, wenn da sowieso niemand dran glaubt? Bist du irgendwie paranoid? Wo fahrt ihr? Camping. Das ist Sprengstoff. Du bist doch kein Stil mehr! Das willst du doch gar nicht, was hier passiert! Du sitzt da immer nur rum und guckst zu, aber dann hindern nicht andere Leute daran, wirklich etwas zu machen. Seid ihr eigentlich bescheuert? Bis gestern war das P81 ein gemeinnütziger Verein. Jetzt sind wir eine kriminelle Vereinigung. Wir wollen Totes leben. Und du? Was willst du? Das war der Trailer. Ich entschuldige mich für wahrscheinlich den einen oder anderen Ruckler in der Bildwiedergabe, aber das ist mit der Technik hier leider nicht viel besser zu machen. Frage, die mir selber schon aus sämtlichen Körperöffnungen raushängt. Warum zum Henker ist... Okay, ihr habt den Trailer gesehen.
Und es geht in dem Film natürlich um Antifaschismus, es geht um Widerstand gegen Nazi-Aufmärsche und es geht darum, wie sich junge Menschen aktiv zusammenfinden, um etwas zu tun. Warum gab es den Film nicht schon früher, Julia? Das hat viele Gründe gehabt. Also ich sag mal so, noch als ich in der Antifa war, dachte ich, ich will einen Film darüber machen und habe angefangen zu schreiben. Es gab damals den Keindl-Fall 1992 in Berlin. Da wurde der Geschäftsführer oder der Kassenwart, glaube ich, der Republikaner oder der DVU, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Gerhard Keindl wurde erstochen in einer Kneipe in Berlin. Und das hat man damals der Antifa Genschlik, eine türkische Antifa, in die Schuhe geschoben. Und da gab es so die erste große Repressionswelle und diesen 129a gegen die Antifa. Und dazu gab es ein ganz tolles Buch. Raul Zelig hieß der Autor. Und ich dachte damals schon, daraus mache ich einen Film und habe da lang dran geschrieben. Und das wurde irgendwie nichts. Es gab auch nicht so ein Interesse von Senderpartnern und überhaupt Finanzierungspartnern. Dann dachte ich, ich mache das historisch. Dann wollte ich mal einen Dokumentarfilm machen über uns alle. Was ist aus uns geworden, aus unseren Utopien? Was machen wir heute noch? Und dann langsam vor 5 Jahren, und ich habe wirklich jedes Jahr irgendwie bin ich filmisch um dieses Thema gekreist in verschiedenster Form. Und dann bahnte sich plötzlich was an, wo ich gemerkt habe, und jetzt wird es doch aktuell und jetzt finden sich Partner. Das war sicherlich keine schöne politische Entwicklung, aber sie war eben da dann spätestens ab 2015. Und dann haben wir nochmal ein Drehbuch eingereicht, damals noch in den 90er spielend. Und dann war kurze Zeit später klar, der muss ins Hier und Jetzt geholt werden. Das ist kein historischer Stoff. Und dann sind mein Co-Autor John Quester und ich eben in heutige Antifa-Gruppen gegangen und haben geguckt, wie ist antifaschistische Arbeit heute und haben das Ganze in die Gegenwart gebracht. Und jetzt scheint es mir absurderweise so, als wäre 2020 genau das Jahr, in dem es diesen Film geben muss, obwohl ich seit 20 Jahren daran rumlaboriere. Ja, ein bisschen kommt der Film, also ich habe ihn ja schon mal vorgesehen, ein bisschen kommt er mir auch vor, wie ein bisschen in der Zeit gerückt. Manchmal denke ich, ich bin in den 90er Jahren, so wie du wahrscheinlich. Und dann denke ich mir, ist das die Regisseurin, die gleichzeitig die Luisa ist? Und im nächsten Moment sieht man aber Smartphone und ich würde sagen, es sind AfD-Abwandlungen von einer Kundgebung, die dann gestört wird. Und das heißt, es gibt sozusagen Teile aus den 90ern und es gibt Teile, die sehr, sehr aktuell sind. Das finde ich eines der faszinierenden Punkte. Würdest du denn sagen, dass auch die Diskussion in den Antifa-Gruppen, die du dann sozusagen für deine Recherche besucht hast, auch dieselben sind? Relativ schnell kommt man ja dann auf das leidige Thema Gewaltfrage. Wie weit kann Antifaschismus gehen? Wie weit darf er gehen? Und die Frage wird ja auch im Film sehr stark behandelt. Ja, wir haben im Film dann tatsächlich uns auf diese Diskussion konzentriert, weil es sonst zu weitläufig gewesen wäre. Ich finde, dass die Diskussionen breiter geworden sind und habe eigentlich mit Freude festgestellt, dass ganz andere Diskussionen heute geführt wird. Zum Beispiel wird viel offener mit Genderfragen umgegangen, mit Eigenkritik daran, wo reproduzieren wir patriarchalische Strukturen innerhalb unserer eigenen linken Gruppen. Es haben mehr Themen Platz, finde ich scheinbar. Also das konnte ich feststellen, wenn jemand praktisch nur für Tierrechte und Veganismus irgendwo dabei sein will, ist das genauso gut möglich wie Leute, die gegen Klimawandel protestieren. Ich habe es als breiter und offener empfunden als zu unserer Zeit. Und warum heißt der Film dann eigentlich Und morgen die ganze Welt? Das muss ich nochmal nachfragen. Das ist ja schon so, dass es eigentlich die Überschrift eines eher faschistischen Liedguts ist. Nicht nur eigentlich. Also es ist ja diese berühmte Zeile aus dem Lied der Hitlerjugend. Naja, weil, also von mir aus einmal um die Ecke gedacht, weil das genau das ist, was ja Luisa und ihre Freunde und Mitstreiter befürchten. Wenn wir jetzt heute nichts machen, gehört ihnen heute Deutschland und morgen die ganze Welt. Und das ist praktisch auch genau das, was mich besorgt, dieser weltweite Rechtsruck, den wir beobachten können.
Frage, die dann häufig so ein bisschen mitschwingt. Ab wann ist die Gewalt, die auch sozusagen bei der Behinderung oder bei der Bekämpfung von Faschisten angewendet werden muss, ab wann ist die kontraproduktiv? Die wird ja im Film auch beschrieben. Da gibt es dann Konflikte darum, sollte man das tun oder sollte man sich nicht auf den friedlichen Widerstand beschränken? Wie siehst du das? Also ich bin ja in erster Linie wirklich Demokratin und denke, dass das Gewaltmonopol ganz richtig beim Staat liegt und da soll es auch liegen. Und gleichzeitig entsteht dann ein Machtvakuum und ein Vertrauensverlust, wenn man denkt, dass staatliche Organe sich zu sehr mit rechten Strukturen mischen. WhatsApp-Gruppen der Polizei, die rechtsradikale Inhalte austauschen, Waffen und Sprengstoff der Bundeswehr, was plötzlich irgendwo in Razzien auftaucht, der Verfassungsschutz, der eine rätselhafte Rolle spielt im NSU-Prozess. All das beobachten wir und das kann natürlich dazu führen, dass Menschen meinen, die Gewalt liegt da in den falschen Händen und jetzt oder ist parteiisch rechts und jetzt müssen wir selber Gewalt anwenden. Der Film zeigt das ja aber hoffentlich nicht als Lösung, sondern als Problem, dass dieser Gedanke entsteht. Ja, der Film zeigt ja auch eine Sequenz, in dem auf den Artikel 20 Absatz 4 dieses Widerstandsrecht verwiesen wird und dann sich um die Frage dreht, wenn andere Abhilfe nicht mehr möglich ist, das ja der ganz entscheidende zweite Halbsatz ist, der in diesem Artikel mitschwingt. Es geht natürlich schon darum, um die Demokratie zu kämpfen, das sehe ich so wie du, um die Demokratie auch als Gewaltenteilung zu kämpfen. Und nur dann, wenn das nicht mehr möglich ist, nur dann kann es eigentlich um andere Formen gehen. Richtig. Richtig. Und das stellt sich ja aber meinen Protagonisten so dar. Also die Repression, die sie als linkes Projekt dann im Film erleben, stellt sich ja ihnen so dar, dass das ein Zusammenspiel von Verfassungsschutz, Polizei und Rechten ist, denen sie, ich will jetzt gar nicht den ganzen Film spoilern, aber sie finden ja Sprengstoff und das löst ja all das aus, sodass sie auf den Gedanken können kommen, logischerweise, das ist alles miteinander verstrickt und jetzt können wir uns auf niemanden mehr verlassen, außer auf uns selbst. Aber das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das zeige ich, weil das Sorgen sind, die einen selber befassen mittlerweile. Ja, und weil das, ich kenne das selbst, in bestimmten Situationen auch nahe liegt. Dass, wenn du dir nicht selbst hilfst, dir niemand hilft. In ganz bestimmten Situationen ist es sogar ganz handgreiflich so. Einen weiteren Punkt, den ich nochmal stark machen will, es ist ja so, dass zwei dieser Heldinnen und Helden durchaus aus gutbürgerlichem Hause kommen. Ja. Wird das thematisiert? Ist das ein Punkt, der uns vielleicht auch als ehemalige in antifaschistischen Gruppen aktive durchaus auch aufgefallen ist, dass da durchaus auch junge Menschen mit gutem Hintergrund zugange waren? Das ist ein ganz zentrales Thema meines Films natürlich. Wie ernst meine ich es? Oder bin ich übermorgen schon wieder raus aus der Sache und habe längst einen Plan B im Hinterkopf. Deshalb habe ich meiner Protagonistin Luisa auch einen sehr hochkarätigen Background gegeben. Also das ist nicht autobiografisch, sondern das habe ich natürlich im Sinne der Filmerzählung zugespitzt. Also sie jagt, sie kommt aus einem adligen Haus, all das Jagen und so, das kenne ich alles gar nicht. Aber das habe ich ihr gegeben und genauso dem Alpha seine Herkunft, der einen Vater hat, der ihm sofort einen Anwalt besorgt, der ihn auch wieder rausboxt aus allem, um da genau mal drüber zu sprechen. Also ich wollte nicht den romantischen Film machen über die Antifa von allen Leuten, die selber betroffen sind und hier kämpfen, sondern durchaus präzise mal darstellen, dass sehr wohl privilegierte Mittelschicht-Kids sich da ansammeln und morgen sind sie aber auch schon wieder weg und nehmen tolle Berufe ein. Und darin, das spiegelt ihnen auch der Dietmar, diese andere Figur im Film, der ist dran geblieben, der ist sich treu geblieben und der hat alle an sich vorbeiziehen lassen und löst fast ein bisschen Mitleid dadurch bei uns aus mit seiner Lebenssituation. Und genau um diese Fragen dreht sich der Film. Ich wünsche mir natürlich, dass es auch mal Filme gäbe aus einer anderen Perspektive. Also es gibt ja die Pantifa zum Beispiel, die sich gegründet hat. Das ist eine Antifa, die nur von Person of Color gegründet wurde. Es gab die Antifa Genschlik, über die haben wir schon gesprochen. Ich hoffe, dass es auch mal Filme gibt aus dieser Perspektive. Aber die sollte nicht von mir kommen, weil ich will mir nicht kulturell aneignen, Geschichten von
Menschen, in deren Lebenssituation ich nicht stecke. Ja, eben damals auch schon die Fantifa-Gruppen, die sich auch in expliziter Abgrenzung als Frauen-Antifa-Gruppen haben, weil sie keine Lust hatten, glaube ich, auf bestimmte Mechanismen, die da liefen. Mal zu etwas anderem. Und zwar, du hast von dieser Lebensphasenpolitik gesprochen. Also man kommt in einer gewissen Phase, und so ist das ja auch in dem Film beschrieben, wenn man das aus Gründen des Studiums oder ähnlichen Lebensphasen auch Zeit und Möglichkeiten hat, sich so aktiv zu zeigen. Aber dann irgendwann ist auch klar, diese Phase ist vorbei. Wie wiederum können wir das schaffen, dass Antifaschismus sich durchzieht in der, im Leben, im Alltag von jungen Menschen, dann auch wenn sie älter werden? Du hast ja auch von Dietmar gesprochen, der das über eine ganz schwierige Situation dann kontinuierlich gehalten hat. Aber was würdest du jetzt raten für eine kontinuierliche antifaschistische Alltagspolitik? Also jeder in seinem Bereich und in seinen Möglichkeiten, finde ich. Also ich zum Beispiel bin auch Mutter, habe jetzt Kinder im Teenageralter schon. Ich finde, das weiterzugeben an die nächste Generation, die jetzt die AfD aufblühen sieht, das ist etwas, was ich ganz stark machen kann als Eltern zum Beispiel, dass man über diese Themen spricht und nicht rechte Einflüsse und Sachen, die ja alle zu den Kindern kommen, über soziale Medien oder über irgendwelche Bekannten und Freunden, das weiter zu thematisieren, da dran zu bleiben. Das kann man als Eltern tun. Ich als Filmemacherin habe jetzt spät, aber dann doch die Chance bekommen, diese Inhalte in meinen Beruf reinzutragen, so wie wir jetzt hier beide sitzen. Und privat gehen wir natürlich auch nach wie vor auf Demonstrationen oder gucken, wenn wir hatten ja jetzt Wahl in Bayern gehabt, sind da hingegangen, dann auch teilweise mit unseren Kindern. Das geht schon. Ich gebe aber zu, dass ich durchaus eine Phase hatte, wo das völlig hinten übergefallen ist, wo Beruf und Familie so viel Raum eingenommen haben bei mir, dass ich auch lange nichts gemacht habe. Und ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die da weitergegangen sind. Ganz konkret in Bonn sind ein paar Leute immerhin aus der Antifa auch jetzt zum Beispiel in die Linke gegangen, sitzen im Stadtparlament und sorgen darum, dass da irgendwo ein Radweg entsteht oder so. Das kann einem alles so dröge und klein vorkommen, aber ich bin wirklich froh, dass ein paar wenigstens diesen Weg gegangen sind. Es waren aber die wenigsten. Für viele war Antifa einfach nur eine coole, krasse Zeit, und die war dann auch ganz und gar vorbei. Und es ist erstaunlich, in was für hochkarätigen Berufen man ja auch jetzt viele wiederfindet, ohne dass wir sie outen wollen. Ja, und zugleich freut mich, wenn unsere Genossinnen und Genossen in den Stadt- und Gemeinderäten für alternative Jugendzentren kämpfen, weil das wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass neue, coole, junge Leute entstehen. Absolut, absolut, finde ich auch. Und das ist mir natürlich auch bei dem Zentrum, was ich dargestellt habe und was wir durchaus etwas lebendiger erzählen, als es vielleicht wirklich im Moment sich darstellt, wenn man in so ein Zentrum geht. Wir wollten, dass das so ein richtig cooler, lebendiger Ort ist, an dem alles Mögliche passieren kann, damit vielleicht nach dem Film ein paar sich mal aufmachen und gucken, habe ich sowas nicht auch in meiner Stadt? Lass uns nochmal zum Film zurückkommen. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen auf den Film? Gab es da in ausländischen Festivals schon irgendwelche Rückmeldungen? Ich habe gesehen, den Film gibt es auch in Englisch im Internet. Was hast du da für Reaktionen bekommen dazu? Also diese Einladung nach Venedig war ja schon der Hammer, weil das einfach so ein großes A-Festival, nennt man das ja bei uns. Also es gibt 4 A-Festivals, das ist Cannes, Berlinale, Venedig und ich weiß jetzt gerade nicht, welche noch. Und da eingeladen zu werden, beschert einem eine ganz, ganz große Präsenz. Und das habe ich am eigenen Leib gespürt, weil ich hatte, glaube ich, 60 Interviews mit ausländischer Presse vor Ort. Und ob das Polen waren, Ungarn, Belgier, Australier, Iraner, jeder konnte diesen Film aufs eigene Land projizieren. Und der schien auch für sie genauso aktuell zu sein, was überraschend für mich war. Und ganz besonders stark war die Reaktion aus dem angelsächsischen Raum und vor allem aus den USA. Und das habe ich praktisch Trump zu verdanken, der Antifa wieder zu so einem Begriff plötzlich gemacht hat, indem er sie kriminalisieren möchte. Deshalb habe ich besonders viele Interviews und auch Zuspruch aus den USA bekommen.
Jetzt wollte ich mal den Thomas fragen. Gibt es denn bereits aus dem Internet, aus dem Facebook, wo wir jetzt gerade gestreamt sind und wo ich nochmal ausdrücklich darauf hinweise, dass ihr es auch gerne teilen könnt, gibt es denn auch da schon Nachfragen an Julia oder Beiträge, Anmerkungen zum Film oder zu Julia selbst? Thomas. Ja, die Anmerkungen, es gibt erste Anmerkungen, natürlich ist natürlich klar, dass so ein Film, der ja im Prinzip ja auch die Frage, welche politische Praxis ist legitim, ist Gewalt legitim, irgendwie zum Thema hat, dass das natürlich auch zu entsprechenden Diskussionen bei Facebook führt. Peter Neumann zum Beispiel schreibt, mein Herz schlägt links, aber als Kriegsdienstverweigerer aus den 1970er Jahren verachte ich Gewalt. Ja. Und oder Dominik schreibt, nein, Gewalt ist nicht der richtige Weg. Klar, verteidigen, okay, aber von Daumen hoch. Gewalt angreifen, das geht nicht. Und er sagt auch, was überhaupt nicht geht, ist das, sagt man, also auch er wieder, mein Herz schlägt links, aber ich habe Genossen auf Minderjährige einprügeln sehen, nur weil diese 15-Jährigen sich durch Nazis beeinflussen haben lassen. Das geht gar nicht und da muss man sich schämen. Das sind sozusagen jetzt zwei exemplarische Kommentare, die ich jetzt hier mal euch am besten gebe für die weitere Diskussion. Und ich kann absolut emotional anknüpfen, zum Beispiel an diese Statements, die du jetzt vorgelesen hast. Und ich glaube, und das nochmal, ich hoffe, mein Film zeigt Gewalt nie als Lösung oder etwas Anstrebenswertes, sondern wenn überhaupt als problematische Reaktion auf eine gesellschaftliche Situation. Und genau so ist es auch gemeint. Insofern gebe ich diesen Kommentatoren recht. Es gibt eine Szene in dem Film, in dem der Dietmar, also der Alt-Linksradikale, der ja auch verurteilt worden ist wegen offenbar einer Gewalttat und mehrere Jahre im Gefängnis saß und sich nunmehr auf sozusagen das theoretische Analysieren beschränkt, der aber einen Satz sagt, es macht doch gar keinen Sinn, eine Wand immer wieder weiß zu streichen, obwohl sie eigentlich dreckig ist. Und das, was ihr macht... Darf ich es korrigieren? Ah, okay. Ein marodes, also die Fassade eines maroden Hauses immer so, wieder weiß zu streichen. Ja. Genau. Ich habe das so verstanden, als dass das eine sehr subtile Kritik auch an sozusagen dem Gewaltfetischismus ist, zu glauben, sozusagen alleine über das. Über das Verprügeln von Nazis oder Ähnlichem könnte man sozusagen die politische Wetterlage entscheidend ändern oder das Haus sozusagen anders gestalten. Naja, das meint er schon noch weitergehend. Wir erfahren von Dietmar, dass er Siemens angegriffen hat, damals als praktisch kapitalistischen Konzern. Das ist ein echter Vorfall, den kann man recherchieren, den haben wir ihm praktisch gegeben. Und was er schon meint, ist, dass praktisch der Kapitalismus die Ursache ist für den Faschismus. Also diese Diskussion, die wir damals auch geführt haben. Und wenn man nicht den Kern dieses Übels, nämlich den Kapitalismus, angreift und überwindet, dann wird er immer wieder faschistische Strukturen produzieren. Und das meint Dietmar. Und das wirft er ihnen vor. Ihr macht hier Fassade, ihr macht hier Schminkarbeit praktisch. Ihr verprügelt Nazis, denkt aber nicht weiter und benennt auch den Kapitalismus als Ursache, was seine Generation damals noch gemacht hat. Ja, und es gibt ja den anderen Vorwurf aus dieser Kommune, aus diesem autonomen Zentrum, dass damit auch bestehende Strukturen, bestehende breite Bündnisse unterminiert würden. Das ist ja auch ein Vorwurf, der von der Freundin, ich habe den Namen jetzt vergessen, von Luisa, ihr ja dann auch gemacht wird. Wir wollten hier die breiten Bündnisse machen und letztendlich habt ihr uns ein 129er-Verfahren übergezogen. Das ist auch natürlich eine Sache, die zu beachten ist, oder? Ja, wobei man wirklich sich im Verlauf des Films fragen kann, hat sie damit wirklich recht? War es überhaupt ihre Schuld? Beziehungsweise ist da Luisa längst in der Situation, sie kann ja gar nicht die Wahrheit sagen, weshalb eigentlich diese Repressionswelle jetzt gekommen ist, weil sie sonst als Mitwisserin mit reinziehen würde gegen ihren Willen. Grundsätzlich, und das finde ich auch, dass Gewalt auch die es ausüben, verändern kann. Also je öfter man vielleicht solche Aktionen mitmacht oder je öfter man Gewalt in Betracht zieht, desto geringer wird vielleicht die Hemmschwelle oder desto naheliegender ist dieser Weg. Und das
finde ich auch problematisch, wenn man das sieht. Und irgendwann, also Gewalt, das ist immer auch Adrenalin und Aufregung und Abenteuer. Und das darf es einfach nie werden. Selbstzweck. Ja, darüber hinaus scheint mir dann natürlich aber auch dort ein Weg beschrieben zu sein, nämlich in Form einer alternativen Jugendkultur, die sich, so wie du das ja beschrieben hast, in vielen Fragen, ob es um Klima geht, ob es um Antifaschismus geht, ob es aber auch um andere Fragen geht, die dort alternative Räume eröffnet, auf Dauer eigentlich viel nachhaltiger sind dafür, wenn es darum geht, Gesellschaft zu verändern. Auch eben in Parteien, in Gewerkschaften, in Aktionsgruppen Dinge dann aber natürlich im zivilgesellschaftsfriedlichen Weg in die Gesellschaft zu tragen und da auch Mehrheiten dafür zu gewinnen. Ja, das ist so, das haben wir immer, Debatte, diese Freundin von der Luisa, da haben wir immer gesagt, auch als Autorin, sie steht so ein bisschen für die Mühen der Ebene praktisch. Sie will dieses richtige Leben im Falschen schon einmal vorleben. Sie machen Foodsharing, sie haben da irgendwie ihre Veranstaltungen und so weiter, machen friedliche Proteste. Das stellen wir ja ein Stück weit gegeneinander. Und am Ende kehrt ja Luisa auch zu ihr zurück, was dann aber verhindert wird von anderer Seite. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich will aber grundsätzlich noch was sagen zu dem Film. Wir reden so viel über all das, diese politischen Interpretationen und so weiter. In allererster Linie ist er hoffentlich spannend und unterhaltsam, weil da sehe ich schon meine Hauptaufgabe als Regisseurin. Ich schreibe ja jetzt keine Flugblätter mehr und so weiter, sondern eigentlich macht es mir auch großen Spaß, den Leuten echt einen coolen Abend zu bereiten im Kino. Und ich hoffe, und anhand der Screenings mit jungen Leuten und so weiter, Schülern, ist, meine ich zu sagen, das ist mir auch gelungen, dass man echt Spaß hat, diesen Film zu sehen und nicht belehrt wird. Und an einigen Stellen ist er sogar ein Liebesfilm. Auch das, ja. Okay, wir haben jetzt noch eine Frage. Wird die Diskussion aufgenommen? Und wenn ja, wo kann man sie später ansehen und anderen Menschen zeigen? Natürlich wird sie aufgenommen. Ihr könnt die im Internet finden. Auf der Seite www.die-linke.de. Dort könnt ihr auch dieses YouTube-Video unter anderem, neben vielen anderen Punkten, finden und natürlich auch teilen und weitergeben. So, ich bedanke mich bei Julia für diesen spannenden Talk. Das hat sicher sehr viel Interesse geweckt für den Film, der in Kürze kommt. Wir hoffen, wir haben nicht zu viel verraten, außer dass es natürlich in gewisser Weise um unsere Jugend geht, aber auch um die aktuelle Zeit. Und einen kleinen Spoiler erlaube ich mir noch, das Antifa-Infoblatt taucht irgendwann mal auf. Ja, und wer hat das schon in einem normalen Film? Allein das lässt den Film schon sehenswert machen. Julia, willst du noch was sagen, um den Film nochmal anzupreisen? Einen kleinen Werbeblock dafür. Nee, wirklich. Ihr könnt da mit allen Generationen reingehen. Schleppt eure Alt-68er-Omas rein, die haben Riesenspaß. Schleppt eure Kinder rein, ab 12 immerhin ist unser Film und wurde uns auch schon als besonders wertvoll jetzt ausgezeichnet von der Medienbewertungsstelle. Ihr könnt eure Kinder von 12 bis zu euren Omas und Opas und unsere etwas unpolitischere Generation, würde ich mal so sagen, zwischen 30 und 50, wir waren nicht ganz so politisch aktiv wie die Älteren und die jetzt Jüngeren, wir haben hoffentlich wirklich einfach einen unterhaltsamen Abend und sind danach motiviert, doch mal wieder was zu machen. Unterstützt die Kinos vor Ort. Jetzt habe ich auch mit dir mal einen Politiker hier an der Leine. Helft uns, dass die Kinos nicht schlechter behandelt werden als Sportereignisse, als Fluggesellschaften. Die Kinos sind wirklich in Gefahr durch Corona. Wir versuchen mit aller Kraft mit solchen Kinotouren, wie wir sie jetzt planen, überhaupt mit spannenden Kinofilmen, die wir in so einer schwierigen Zeit rausbringen, diese Häuser zu erhalten. Das sind ganz wichtige Orte der Begegnung. Und geht hin. Auch wenn ihr euch Sorgen macht, ruft beim Kino an und fragt mal, wie sind eure Lüftungssysteme? Bin ich gefährdet, wenn ich da bin? Und die können euch eine ganz konkrete Antwort geben. Lasst sie nicht hängen. Das war doch ein super Schlusswort. Also seid unterhaltsam, seid lustig, guckt den Film, seid antifaschistisch und stützt die Kinos, geht da rein, die Kommunalen. Bis dann. Absolut. Tschüss, Jörg. Danke dir. Tschüss, Thomas. Tschüss.